So, Kyrie's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kyrie, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Welcome to Big Winter! This is serious! Hey there, Donald! Good morning! We've got a problem, Dookie! But don't tell anyone! Ooh. Queen Minnie? Not even the queen! Daisy? No! It's top secret! Oh, good morning, ladies! What? Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ja, beim letzten Mal haben wir ja unser Abenteuer hier gestartet, beziehungsweise sind hier auf dieser Insel gestrandet oder was auch immer. Und ja, dieses Mal soll es weitergehen. Ah, Mann, ich habe so einen festsitzenden Husten, Schleim, keine Ahnung was.
Ja, beim letzten Mal haben wir, okay, jetzt kann ich die Fische einsammeln. Beim letzten Mal haben wir ja die Sachen gesammelt für unser Floß. Wir wollen ja die Insel hier verlassen. Zumindest wollen unsere tapferen Helden das tun. Unsere drei Freunde. So. Was man übrigens auch noch machen kann, warte mal, man kann doch auch gegen die kämpfen. Hi. Me and Titus, we are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, ja? Sicherlich. Aber hey Sora, du könntest etwas Nachhilfe gebrauchen. Ja gut, dann kämpfen wir. Nein, ich kann nicht widerstehen, meine ich. Show me your stuff! Wow. Ey. 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 Scheiße. Okay, Ei, Scheiße. Fuck, 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 fuck. What the hell? What the hell? Okay. Ich bin voll nervös. Scheiße. Fuck it. Ich versuche das, glaube ich, immer gegen Titus. Warte mal. Gegen Titus gewinnen wir, oder? Titus schaffen wir. Ich hätte es auch gegen Wacker geschafft, aber... Man kann auch gegen Riku kämpfen, aber das ist unschaffbar. Okay. Okay. Hallo. Hallo. Kletter doch jetzt da hoch. Ein Papadu-Ei. Ist das sowas wie ein Kakadu? Nur als Papadu? Papadu, Mensch. I think you've gotten stronger, but odds are you're still no match for Riku. We took him on 3-1 last time, and he whipped us all. Well, I guess Kairi can always count on him. Sora, willst du nicht ein paar Runden kämpfen? Und ob? Na gut, fangen wir an. You're going down. Ah, hey! Alter, was denn? Uhu. So, so nämlich. Beleidigt? Hey, wir haben gewonnen. Wie viel XP brauchen wir denn noch? Noch 27. Sollen wir nochmal gegen den kämpfen? Können wir nochmal gegen den kämpfen? Ja. Nein. Hallo. Alter, nein. Come on.
Ganz ehrlich, ich mach das jetzt nicht die ganze Zeit. Warte mal, ich sprech noch mal eben mit der anderen da, wo mir der Name entfallen ist. Ich glaube, die ist aus Final Fantasy 9 oder so. Oder 6. Nee, 6 nicht. Have you heard about the legendary power of the Paopu fruit? They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Mit wem willst du denn bitte sehr die Paopu-Frucht teilen? Mit Titus oder Wacker? War hier eigentlich noch irgendwas, was man mitnehmen konnte? Nee. Okay, dann können wir einfach rübergehen, ne? Ach, ich lieb's hier. War damals schon immer schön. Die Lagune. Ah, hi Riku. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Excalibur klingt doch ganz schön. Ich, naja, Excalibur. Hey, wie wär's mit? Also wie immer, dann mal los. Was denn, schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln, ihr könnt jeden Weg nehmen. Oh no, ein Wettrennen? Heilige Maria und Josef. Hin und zurück. Wer als erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Paopu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Paopu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Ah! Hallo, hallo. Okay, das schaffe ich nicht. Scheiße. Ach Mann, das fing so gut an. Scheiße. Ach fuck. Der ist schon da, ne? Der ist schon da. Ja, okay. Vergiss es. Vergiss es. Ich komme hier lieber hoch, Mann. Hä? Wie soll man denn hier hochkommen? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Okay, so. Alter, der ist schon dreimal da, ne? Das war ja wohl nichts. Mist, es steht 0 zu 1. Man kann das ja so oft machen, wie man will. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Highwind. Hm. Und du teilst jetzt eine Paopu-Frucht mit Kairi, oder was? Achso, die Pilze müssen wir noch sammeln, ne? Wo ist denn eigentlich Kairi? Wo steht die gute Dame denn? Ach, bei unserem Floß. Hi. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also Sora, du suchst. Ein Papadu-Ei, drei Pilze, zwei Kokofrüchte, drei Fische. Und füll das hier mit Trinkwasser auf, aber nicht aus dem Meer. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Alles klar. Da oben war eine Truhe, ne? Die möchte ich gerne mitnehmen. Ja, manchmal hakt das Spiel so ein bisschen. Wie kommt man denn da dran hier? Hä, aber... Ah, ja. So einfach, ne? So. Komme ich denn da oben an das, warte mal, kommt man da so dran? Warte mal.
Oder kommen wir da erst später dran? Kann man die Kamera drehen? Ja, aber kommt man ja gar nicht dran. Nee, da kommt man nicht dran. Aber wie soll man denn da sonst dran kommen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Warte mal, ich versuch mal was. Hallo. Oh, Mann. Diese Steuerung ist auch für den Hintern. So, jetzt sind wir hier oben drauf. So. Okay, warte mal, das versuchen wir gleich nochmal. Das versuche ich gleich nochmal hier. Einmal noch, okay, einmal noch. Aber was ist denn in der Truhe drin? Weil die sagt mir auch nichts. Okay, nein, Okay, das geht nicht. Oder kann man hier im Baum hochklettern? Auch nicht. Hallo. Hilfe. Na gut. Gibt es hier noch Fische oder so? Was denn das? Was sind das für Seesterne hier? Strand. Oh. Ups. Da bewegt man sich einmal hier auf dem Stuhl und schon bricht die Verbindung zum Controller ab. Achso, Trinkwasser. Trinkwasser! Juhu! Wir brauchen noch eine Papa-Dufo. Geheimer Ort. Nette Höhle. Ach so, die Pilze haben wir schon. Wohin die Tür wohl führt? Hier ist wohl nichts gerade. Wollten Titus und Wacker nicht hier hin? Aber... So, ich brauche noch eine Papa-Dufo. Wo finde ich denn noch eine? Da hinten vielleicht? Warte mal. Ich sehe da aber auch keine. Nee, hier ist glaube ich keine mehr. Da müssen wir tatsächlich rüber. Oder haben wir jetzt alles? Warte mal. Brauchen wir zwei Papadu-Früchte oder eine? Ei. Ei. Papadu-Ei. Nee, sie sagte zwei, ne? Aber ich kann mich auch an keinem zwei... Bin echt ein Experte hier. Das hier. Ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Siehst du das? Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Wir drei werden immer zusammen sein. Oh. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, kleiner Scherz. Mal sehen, was noch fehlt. Ein Pilz. Zwei Kokofrüchte. Ich verlasse mich auf dich. Ach, Kokofrüchte. Kokofrüchte, nicht kein Papadu-Ei. Kokofrüchte. Die werden wahrscheinlich an den Kokos, an den Palmen hängen, oder? Ach, guck mal hier. Wo führt denn der Weg hin? Ach, zum Strand zurück. Wie gesagt, ich habe das Spiel längere Zeit nicht mehr gespielt. Wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, du hast doch das Spiel schon mal gespielt, du musst doch wissen, wo alles ist. Nein. Das Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Okay, hier ist keine... Aber warte mal, wir konnten doch gerade den Pilz in der Höhle auch nicht aufsammeln. Hä? Ein Pilz fehlt noch, aber ich konnte den nicht aufsammeln hier.
Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world? There is so very much to learn. You understand so little. Oh, yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Okay. Der sah bedrohlich aus. Naja, so bedrohlich sah er jetzt auch nicht aus. Hallo, was ist denn das hier mit der Kamera schon wieder? Hallo? Diese Kamera, ne, die wird uns, glaube ich, noch, richtig auf den Sack gehen. Aber ja, ich weiß das noch. Die geht einem nämlich mehrmals auf den Nerven. So, wir brauchen immer noch diese Kokonüsse. Kokofrüchte. Aber wo sind die? Hm? Ah! So. Sieht man die denn an den Bäumen oder sind die einfach da? Die sind es aber nicht, das sind ja die Papu-Früchte. Wo waren die denn nochmal? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe einfach alles von diesem Spiel vergessen. Wow. Also hier sind sie nicht. Ah, geh doch da dran, du Zora wieder, ne? Ach, Entschuldigung. Ich habe immer noch Erkältung. Das hat sich leider noch nicht geändert. Ah. Boah, ich bin so gut einfach. Scheiße, ey. Hä, aber wo sollen die denn dann sonst sein? Weil hier sind ja auch keine Palmen mehr, also... Junge Frau! Muss ich diese ollen Kokofrüchte noch suchen, wo auch immer die zu finden sind. Ja klar, jetzt komme ich da direkt hoch. Eine, die wäre noch irgendwo hier in dieser Richtung gewesen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Komm, wir nehmen noch eine dritte mit, dann haben wir mehr Essen. Ah.
Da wird sich Kairi aber freuen. Guck mal, ich bringe sogar mehr Essen mit, als sie haben will. Oder trinken, was auch immer. Ich muss ja sagen, ne, Kingdom Hearts hat grafisch ja nichts von seinem Charme verloren. So. So. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Ja, an dieser Stelle beende ich die Folge aber schon wieder, weil, ja, einfach nur so. Oder mache ich weiter? Mache ich weiter? Müde. Machen wir Schluss für heute? Ja, machen wir. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert doch gerne den Kanal. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Ja, wie gesagt, ist alles noch Vorgeplänkel. Ich denke aber, in der nächsten Folge wird es dann doch heiß hergehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.